Grüße Sie. In dieser Aufnahme geht es um Fehlerkontrolle und Datenbereinigung. Unsere Vorwissensfrage ist über Variablentypen wieder. Bei der Dateneingabe kann es zu Situationen kommen, wo wir Fehler machen oder unsere Analysen irgendwie negativ beeinflusst werden. Die Fehlertypen sind meistens die folgenden: entweder unvollständige Dateneingabe oder extra Dateneingabe, Rechenfehler oder Formationsfehler. In der Kontrolle sollten wir unsere Eingabe kontrollieren, überprüfen, dann Ausreißer suchen, ob es Ausreißer gibt und wie die unsere Analysen beeinflussen. Über Ausreißer werde ich eine andere Aufnahme machen und die fehlenden Werte oder die Ausreißer auch kontrollieren, prüfen, dann, falls es doppelte Einträge gibt, die doppelte Einträge entfernen. Was für Optionen gibt es, wenn Daten fehlen? Entweder konnten die Daten nicht eingeholt werden, da die Person das abgelehnt hat, also User Missing. Oder es ist ein fehlender Wert, da es nicht zutreffend für die Person ist. Wenn Sie über die Pille einen männlichen Teilnehmer Fragen stellen, wird er das leer lassen. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir Daten eingesammelt haben, aber irgendwie vergessen haben, es einzutippen in den Computer. Oder es konnten gar keine Daten empfangen werden, also die Messung ist nicht zustande gekommen oder konnte nicht durchgeführt werden. Um unsere Daten zu kontrollieren, können wir unterschiedliche Methoden anwenden, nämlich Häufigkeitsverteilung, Sortieren, aufsteigend oder absteigend, Kastengrafiken oder Eingabe bei zwei Personen, unterschiedliche Personen machen und dann den Konsensus. Fehlerkontrolle und Datenbereinigung ist ein essentieller Schritt in der Analyse. Ohne diesen Schritt sollten wir nicht weiter in die Analyse reingehen, da es dann am Ende der Analyse oder sogar am Ende des Schreibens des Berichts zu Situationen kommen kann, dass wir Fehler in unseren Daten hatten und dann müssen wir ganz wieder nach Anfang zurückkehren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal.